Hallo ihr Lieben da draußen. Heute möchten wir euch mal zeigen, wie man solche Betonkissen machen kann, die man dann hinterher schön bepflanzen kann. Oder man kann da auch Teelichter reinstellen, bemalen, mit Serviettentechnik bekleben oder was auch immer. Das zeige ich euch später alles mal. Jetzt sind wir erstmal noch beim Betonieren, wie man es dann gestaltet. Da kommen dann nachher noch Videos. Man kann dann auch noch so kleine Nippsachen mit dazustellen, die man aus Beton gegossen hat. Und schöne Dekoration. Viele kaufen das als Grabgesteck oder so, habe ich gehört. Und wir haben es auch schon für unseren Opa als Grabgesteck gemacht. Also ist eine tolle Idee für solche Sachen. Wir zeigen euch einfach mal, wie diese Kissen jetzt gemacht werden. Um solche Kissen zu machen, braucht ihr erstmal Gefrierbeutel. Die gibt es in verschiedenen Größen, also könnt ihr die Kissen auch in verschiedenen Größen machen. Ich habe jetzt hier ein 3 Liter Beutel, was dann eben ein größeres Kissen wird, was ich euch eben gezeigt habe, die Größe. Dann müsst ihr euch eine Betonmischung anrühren. Entweder ihr nehmt den Estrichbeton, Betonmörtel, also Zementmörtel heißt er ja, oder ihr rührt euch an Sand und Zement im Verhältnis 2:1 und dann so eine, naja, eher trockene Masse, so nicht so wie Kuchenteig, sondern eher so eine klumpige Masse hier. Um das besser einzufüllen, könnt ihr euch diesen Beutel in ein Gefäß machen. Dann habt ihr eben die Hände frei, um das schön zu befüllen. Und dann habt ihr auch immer so ungefähr das gleiche Maß, um die gleiche Größe an Kissen zu haben, wenn ihr das möchtet. Dann müsst ihr das ein bisschen platt drücken. Kann ruhig noch ein bisschen was rein hier eigentlich. Schön in die Ecken drücken, wo das auch mit hin soll. Dann müsst ihr das umlegen. Versucht es ein bisschen quadratisch hinzukriegen. Und dann am besten, ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob ihr es einmal zuklebt. Wenn ihr es zuklebt, könnt ihr das hier so drauflegen auf ein Gefäß. Wenn ihr es zuklebt und wenn ihr es nicht zuklebt, dann müsst ihr das Kissen eben stehen haben und euch ein Gefäß irgendwie hier drauf machen, beschweren, damit dann in der Mitte hier diese Mulde kommt. Also ich finde es einfacher, das Ding zuzukleben. Kleben wir es erstmal zu. Reicht die so lang. Kleben wir es erstmal zu, damit man es schön wo drauflegen kann. So, dann wie gesagt schön glatt streichen und dann am besten über eine Plastikschüssel, dann habt ihr den Raum hier nachher frei zum Bepflanzen oder um irgendwas reinzumachen. Schön zusammenpatschen wieder, damit die Luftbläschen rauskommen und damit das schön fest wird, verdichtet wird. Und dann so liegen lassen, 1-2 Tage stehen lassen und dann könnt ihr es auch schon ausschalen. Wir zeigen es euch gleich. Wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, lasst es ruhig 2 Tage stehen oder noch länger. Ich habe jetzt hier 1 Tag gewartet bei dem Wetter. Das ist so schnell fest und trocken, durchgehärtet. Dann kann man diese Klebestreifen hier auch schon wieder abmachen. Hier sieht man jetzt den Abdruck, den diese Schüssel dahinter lassen hat. Da hat es eben drauf gelegen. Und dann müsst ihr die Tüte am besten aufschneiden, damit ihr das nicht kaputt macht. Das Teil. Aus der Hülle befreien. Und gut, ich habe jetzt hier ein paar Luftblasen drin. Aber das ist unten. Die sieht man dann nachher nicht so. Ja, und das macht ja auch den Beton aus nachher im Endeffekt. Ja. Und hier ist dann das Kissen. Eben ist noch nicht getrocknet, braucht ja 28 Tage, ehe richtig getrocknet ist. Aber ich zeige euch mal, wie man es dann schnell bepflanzen kann. Ruckzuck ein bisschen Blumenerde mit rein. Dann solche Wurzel, die gibt es ja überall zu kaufen. Wurz da mit rein. Ein bisschen dekorieren dann noch. Und schon habt ihr ein schönes Gesteck fertig, ob nur für den Garten, für den Tisch oder eben für den Friedhof. Für die Wohnung. Für die Wohnung. Balkon.
wo ihr es hinhaben möchtet. Man kann auch noch weiße Steine mit reinsetzen. Ja, sonst hatte ich auch immer noch weiße Steine, aber die habe ich jetzt leider nicht mehr. Dann kann man hier noch weiße Steinchen drumherum legen, noch ein kleines Vögelchen irgendwo mit hinsetzen oder einen kleinen Frosch oder eine andere Blume noch, die ihr gegossen habt oder so. Oder ihr wartet irgendwie 28 Tage und könnt es dann noch bemalen oder eben bekleben, wie gesagt. Also so werden jedenfalls die Kissen gemacht. Ganz leicht, ruckzuck, ganz easy für jeden zu machen. Viel Spaß damit.